So, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schon zur 10. Na gut, einmal Zampern war dabei, aber 10. Fastnacht, obwohl das ja nicht mehr Fastnacht ist, sondern Trachtenumzug. Heute sind wir in Werben, die fangen hier schon an. Deswegen muss ich mich sputen. Also viel Spaß. In der Mitte der Straße und zusammenlaufen. Hier laufen auch schon die ersten los. Da hätte ich ja beinahe den Anfang verpasst. Hier ist schon ordentlich was auf dem Bein und das wären noch mehr. Zuerst ging es auf den Dorfplatz, da wo auch der Maibaum stand. Womit ich gar nicht gerechnet hatte, war, dass aus der anderen Richtung auf einmal noch ein Schwung kam. Das war die Jugend. Und wie man sieht, die hatten hier sogar zwei Kapellen. Und hier wurden sogar die schicken Hauben getragen. Als alle vereint waren, wurde erstmal getanzt. Jetzt gab es die Aufstellung der Paare. Muss ja alles in Ordnung haben. Gummi Ortwald. Sebastian A. Liam Schulz. Jetzt ging der Ausmarsch schon richtig los. Ihr könnt ja hier die Paare mal zählen, ich hab's aufgegeben. Die laufen hier ja gleich in Vierer rein. Sieht aber schon schick aus mit den Hauben. Hat man sonst kaum. Hallo.
Weit ging es hier nicht, bei der Kirche war schon der erste Stopp. Eine kleine Ehrenrunde und dann gab es auch schon gleich die erste Pause. Es war an dem Tag auch ziemlich warm. Ein bisschen Stimmung wurde natürlich trotzdem gemacht. Ja, wie rum denn nun? Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Drehen ist immer gut. Nach einer Weile ging es dann aber weiter. Man hatte ja noch mehr Punkte anzulaufen. So besser. Der Zug nimmt da überhaupt kein Ende, obwohl sie schon in Viererreihe laufen. Jetzt gab es erstmal einen längeren Marsch durchs Dorf. Das Gute war hier, sobald eine Kapelle ein Lied fertig gespielt hatte, fing die zweite Kapelle mit dem nächsten Lied an. Es war also durchweg Musik. Hier ging es jetzt die Hauptstraße lang und da war natürlich eine Menge Verkehr. Aber das regelte die Freiwillige Feuerwehr von Werben. Abend, oh,
Jetzt ging's runter von der Hauptstraße und rein in die Nebenstraßen. Man kann ja nicht ewig den Verkehr aufhalten. Hier ging es jetzt erstmal zum Fotos machen, allerdings anders als es sonst üblich ist. Das hätte ich vorher wissen sollen. In der Zeit, wo sich aufgestellt wurde, gab es natürlich Musik. Unter anderem auch den Indianer. Hier wurden die Bilder mit einer Drohne gemacht. Da brauchte man kein Gerüst. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine auch mitgenommen. Dann ging es gleich zum Amt der Gemeinde und zum Bürgermeister. Ich denke mal, das ist er hier. Auch hier wurde natürlich Stimmung gemacht. Hier hielt man sich ziemlich lange auf, aber danach gab es ja bloß noch zwei Stopps. Und bis Abend war ja noch eine Menge Zeit. Irgendwann ging es dann aber auch von hier weiter.
Da man immer noch eine Menge Zeit hatte, gab es nochmal eine längere Runde durchs Dorf. Es ging also nochmal Richtung Hauptstraße. Ein bisschen mitsingen ist immer gut. Auf der Hauptstraße gab es dann auch die Annemarie. Die darf natürlich auch im Werben nicht fehlen. Die Kapelle hätte ja eigentlich auch mittanzen können. Das wäre doch mal was. Von hier aus ging es dann schnurstracks zum Sportplatz. Auch hier gab es dann einen längeren Aufenthalt. Das, was man hier auf dem Video sieht, sind ja immer nur Ausschnitte. Da
Dafür, dass sehr viele Paare mitmachten, haben relativ wenige getanzt. Hatte mich ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, an dem Tag war es sehr warm und man hatte ja eine lange Tour hinter sich. Nun ging es auch schon zum letzten Stopp. Der war dann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch hier ließ man sich viel Zeit. Irgendwie wollte man hier nicht mehr weg. Naja. Man hat's ja nicht eilig. Ein Teller Spreewaldgurken. Mit einer Stunde Verspätung ging es dann Richtung Gaststätte. Dort fand dann am Abend noch Tanz statt. Hier haben wir jetzt den Einmarsch.
Bei so vielen Fahrern fiel mir gar nicht auf, dass hier noch ein großer Teil fehlte, nämlich die Jugend. Die kam nämlich erst später einmarschiert. Nochmal bin ich dann aber nicht in die Gaststätte rein. Ich begleitete sie nur bis zum Eingang. Deswegen kann ich mich jetzt auch langsam schon verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und danke fürs Reinschauen. Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich das Video von Dissentchen. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.